Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Part 26 von meinem Sims Let's Play. Ja, der letzte Tag war ja sehr chaotisch. Nicholas hatte plötzlich Geburtstag. Ich habe gerade entdeckt, weil ich eben nicht wollte, dass das nochmal passiert, dass alle drei Kinder, also Max hat in 4 Tagen Geburtstag und Emma und Kim haben auch in 4 Tagen Geburtstag. Das heißt, das wird eine mega Fete. Ich würde sagen, wir feiern vielleicht nur den Geburtstag von einem Kind und die anderen zwei lassen wir von alleine altern, wenn das in Ordnung ist. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das okay findet. Ja, Emma ist auch schon wach. Kim habe ich noch ein bisschen länger wach gehalten, damit sie nicht auch um 3 Uhr oder so wach ist. Die sind beide etwas hungrig. Und Nicholas muss jetzt dann auch gleich aufstehen. Vielleicht kann er einfach mal Emma auf dem Boden füttern und Kim noch nicht. Das soll dann Sophie machen. Ach, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ja, auf die Toilette gehen muss er jetzt nicht, aber er soll hier unbedingt noch duschen, bevor er zur Arbeit muss. Seine Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde. Ja, genau. Und hier, ich habe jetzt gesehen, er braucht jetzt auch Charisma für die nächste Arbeitsstufe. Arbeitsstufe, kann man das so sagen? Ich nehme mal an, jeder weiß, was gemeint ist. Oh, und was wünscht sich Max? Dem königlichen Hof vorzusitzen. Und er hat gut geträumt. Das ist schön. Und er muss unbedingt essen. Das macht er ja jetzt auch. Ein Tortenstück. So, und Kim wacht bestimmt auch gleich auf. Noch schläft sie. Vielleicht kriegen wir es hin, das mit Sophie. Oh, sie wünscht sich ein Techtelmechtel mit Nicholas. Ah, und ich habe auch gesehen, dass Nicholas hier in der Midlife-Crisis ist. Er hat 0 Midlife-Crisis-Wünsche zu erfüllen. Jetzt kommt natürlich einer, er möchte sich umstylen lassen. Das können wir machen. Dann entfernen wir einfach das Wellness-Center. Ja, versprochene Midlife-Crisis-Wünsche können erst abgebrochen werden, wenn die Midlife-Crisis vorbei ist. Dann müssen wir uns wohl bald umstylen lassen. Eben. Jetzt wird er schon schlecht gelaunt, weil seine Midlife-Crisis-Wünsche sich nicht erfüllen. So, was macht Emma? Sie spielt mit der Steckbox. Dann soll sie doch lieber hier mit dem Xylophon spielen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich das letzte Woche, in den letzten Part nie gesagt habe, was sie da eigentlich genau spielt. Ja, und die beiden, die können mal Shaka machen und eine Kissenschlacht. Wo ist denn die Kissenschlacht? Interaktion. Um Kissenschlacht bitten. Ach, und dann sind jetzt alle Pflanzen aktiv geworden wieder. Außer die Bäume. Die sind zwar eigentlich aktiv, aber ich glaube, das ist ein Bug. Und hey, eine Bartnelke. Die müssen wir unbedingt pflücken, weil die gibt gut Geld. So, dann sollten wir mit Sophie. Ja, sie soll erstmal duschen und dann vielleicht hier Kim auf dem Boden füttern. Die müsste ja jetzt dann auch gleich ausgeschlafen sein. Muss er nicht irgendwie zur Schule? Ja, muss er doch. Verrückt, verrückt. So, sie füttert. Achso, Kim schläft noch. Ich habe hier doch angegeben, auf Boden füttern. Genau, dann soll sie nämlich danach mal hier die Rechnungen bezahlen, die Post nehmen. Und jetzt hagelt es. Ouch. Und hier den Handwerker anrufen, weil ehrlich gesagt möchte ich die Spülmaschine mit dem ganzen Elektrikkram. Obwohl Level 4 könnte auch schon. Soll ich es wagen? Es sind gerade keine Wasserpfützen da. Das heißt, ich könnte es versuchen, die Waschmaschine zu reparieren. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich gebe erstmal für Nicholas an, dass er sich nach der Arbeit umstylen lassen soll. Wo ist das Styling? Hier ist das
Tattoo-Studio besuchen. Und dann können wir auch gleich anklicken. Ich möchte ihn natürlich lieber selbst umstylen, als da irgendwie dem Zufall irgendwelche komischen Outfits zu überlassen. Sich selbst umstylen. Und dann hier gehen wir wieder zu Sophie zurück. Sie holt gerade die Post und Kim ist jetzt auch wach. Perfekt, alles perfekt. Dann sollte sie aber lieber vielleicht hier noch das Töpfchen beibringen, Emma aufs Töpfchen zu gehen. Da ist ein Brief für Sophie von Renaud Vanderburg, ein Liebesbrief. Sophie, ich weiß, dass du eine ganz besondere Person bist und ich es sehr bereuen würde, wenn wir nicht die Chance nutzten, einander besser kennenzulernen. Oh Gott. Nein, nein, ich möchte dich eigentlich doch nicht besser kennenlernen, lieber Mann. Ja, können wir hier nicht Charisma mit ihm? Nein, wir können nur Schreiben üben. Dann machen wir das. Oder vielleicht bei Chef einschleimen. Und er sollte vielleicht hier neue Freunde finden in der Schule. Er hat eine gute 2. Und wenn er dann heute Abend die Hausaufgaben macht, dann reicht das auch schon. Oh, ist das jetzt ein imaginärer... Nein, das ist doch immer noch Lola, oder? Ist das Lola? Ja, okay, dann spielt jetzt Kim mit Lola. Das will ich eigentlich nicht. Die soll lieber ein Buch lesen. Das mache ich mal kurz hier. Kurz auf... Nee, die soll... hier erstmal schnell soll Sophie mit Emma interagieren, kuscheln, kitzeln, plaudern, mit Kralle angreifen. So, dann... Oh, dann müssen wir gucken. Terrarium von Gary säubern. Wie geht es Kim? Kim soll erstmal... Ah! Ein Buch lesen. Regal öffnen. Das hatten wir schon. Dann lesen wir jetzt mal hier. Quadrate sind keine Dreiecke. Lesen. Und Sophie putzt das Terrarium und füttert Gary. Denn der soll nicht sterben, der Arme. Und sie kann ja hier auch mal noch was lesen. Jetzt habe ich das auch schon wieder. Regal öffnen. Machen wir einfach mit ihr hier. Kluges Köpfchen fängt den Wurm und lesen. Das ist echt so süß mit dem ganzen Spielzeug da drin. Was ist denn da alles drin? Ein Spielzeugschaf gibt es, einen Roborumpfbeschützer der Simheit und ein Spielzeug Yeti. Echt richtig süß. Und Kim hat wahrscheinlich, Kim hat einen Dinosaurier. Ah, Nessie ist das sogar. Okay, und jetzt muss auch Sophie unbedingt hier den Garten, das Unkraut jäten und so weiter. Fotojournalismus. Bilder sagen mehr als Worte. Nimm die Kamera eines Freundes oder kaufe auf dem französischen Markt eine eigene, um Fotografiefähigkeit zu erlernen. Wenn du erst einmal angefangen hast, kommt der Rest von alleine. Also wir sollen hier die erste Fotografiefähigkeit erreichen und uns bei der Arbeit wieder melden. Ja, das machen wir doch, damit wir erhöhen, bekommen, verbesserte Jobleistung und die verbesserte Beziehung zu den Kollegen. Das machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war gerade echt komisch. Wir pflücken hier die Bartnelke mit Sophie und pflegen den Garten. Ich weiß gar nicht, können wir irgendwas schon ernten? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. Oh, wie wertvoll sind jetzt eigentlich die Nektare? Die habe ich ja komplett vergessen. 136, 147. Ja, nicht schlecht, bis auf unsere eigenen. Die sind jeweils nur 23 wert. Aber ich glaube, die sind schon ein bisschen mehr wert geworden. Oh ja, 200 Simoleons für die Bartnelke. Wie geht's denn dem armen Nicholas? Oh, er ist angespannt. Dann soll er mal hier es ruhiger angehen lassen. Oh, und er beginnt sich krank zu fühlen. Das ist auch blöde. Eigentlich müsste ich ja mal den ganzen Kram... Das Universitätsdiplom und so weiter aufhängen.
hier. Was hat er eigentlich studiert? Kommunikation. Ja, okay, dann passt ja das Journalismus eigentlich ganz gut. Hier, Max kommt auch bald wieder zurück. Bis 15 Uhr hat er Schule. Er möchte den Blasenflusstrank herstellen. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, er hat nämlich das letzte Mal, das habe ich im Video nachträglich gesehen bei der Bearbeitung, er hat einen Trank hergestellt, aber er hat ihn nicht eingesteckt. Also ich habe gesehen, dass er damit fertig geworden ist. Das ist sehr, 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 sehr merkwürdig. Dann soll er doch danach hier den, wie war das? Ach so, Blasenflusstrank, aber den haben wir noch gar nicht, den müssen wir erst noch entdecken. Dann soll er erstmal nach Hause kommen, die Hausaufgaben machen. Logikfähigkeit verbessern will er auch. Oh, das können wir machen. Da können wir mit dem imaginären Freund ein bisschen Schach spielen. Ah, er ist fertig. Und gleich wird er sich auch umstylen. Da werde ich aber ganz geschwind zu ihm switchen. Damit ich ein Fotochen machen kann. Vielleicht will er sich ja auch ein Tattoo machen lassen, sonst hat er keine Midlife-Crisis-Wünsche. Machen wir mal hier so. Vielleicht schnell ein O. O. Ah. Ich glaube, ich muss. Doch, hä? Warum geht es denn jetzt nicht? Jetzt geht es. Komisch, komisch, komisch. Machen wir hier mal so ein Fotochen. Oh yeah. Ist der nicht heiß? Immer schön im Spiegel abchecken. Okay, das reicht, glaube ich. Hoffentlich geht das Umstyling nicht schief. Kann das Umstyling schief gehen, wenn der Sinn das selbst macht? So, hier könnt ihr ihn jetzt sehen. Oh, jetzt ist das wieder so komisch. Ich habe ihm einfach nur das. Oh, dieses blöde Ding. Was ist das denn? Sein Alltagsoutfit umgestylt. Boah, das nervt mich gerade tierisch. So, oh yeah. Das ist doch ein sexy Blick. Ja, vielen Dank, Lia Romero, dass du mir im Weg rumläufst. Ja, das ist jetzt sein neues Alltagsoutfit. Ist jetzt nichts Besonderes. Oh ja. Wir müssen wohl mit Sophie doch schon arbeiten, können aber noch nicht nach Hause rausgehen, weil Nicholas ja nicht da ist. Dann gehen wir mal ganz schnell nach Hause und hoffen, dass Nicholas auch ganz schnell nach Hause kommt. Und Sophie kann gerade noch nicht arbeiten gehen. Oh Gott, und hier stinkt's aus allen Ecken. Max kommt auch gleich wieder. Die Waschspülmaschine ist immer noch kaputt. Und die Kinder lesen noch. Ist er jetzt gleich daheim? Jetzt. Okay, dann soll Sophie jetzt sofort zur Arbeit gehen. Jetzt schnell, schnell. Bis wann arbeitet sie? Nur noch bis 8:30. Okay, ungewöhnlich, aber gut. Dann soll sie hier auf jeden Fall mal kochen. Chefsache, Kollegen, ist irgendwie alles gleich. Üb mal die Kochkunst, das dauert sonst am längsten. So, wie geht es ihm denn? Eine Schwangerschaftsbuch will er lesen? Nein, du sollst hier. Oh, die Klasse von Maximilian unternimmt morgen einen Ausflug an das Stadttheater, in das Stadttheater. Ja, natürlich darf er da mit. Du sollst hier leeren und das verdorbene Essen ausräumen. Oh nein. Mist, Kim hat sich eingekackt. Dann soll er hier ihr auch Kim mal die schmutzige Windel wechseln. Sie ist ja jetzt auch mit dem Buch fertig. Ja, Kim hat alles gelernt, was es von Quadraten und keine Dreiecke zu lernen gibt. Das ist schön. Und Max hat Lorenzo Pollock in der Schule kennengelernt. Schicker Name, Lorenzo. Schicker Name. Was wurde denn da jetzt rausgeräumt? Oh, alles. Jetzt ist nur noch das Kuchenstück da.
Okay. Und Max kommt wieder. Way! Er will eine Teegesellschaft geben und mit Nicholas sprechen. Das sollte er vielleicht mal machen. Shaka. Plaudern. Und nach Tag fragen. Warum spielen die denn alle immer mit der Steckbox? Die sollen lieber mit dem Xylophonchen spielen. So, Pauline Mutz möchte wissen, ob Nicholas Tissot an einer Verabredung interessiert ist. Nein, danke. Okay, dann soll doch Emma hier mal noch das Buch lesen. Mit den Fingern zählen. Ich glaube, das hat Kim schon gelesen, oder? Ich muss noch mal schauen. Was gibt es hier? Regal öffnen. Kubus Köpfchen fängt den Wurm. Ah, Hilfe. Ich habe doch keine Ahnung. Ah, hier doch. Mit den Fingern zählen. Ja, das haben wir schon gelesen. Ich glaube, dann fehlt das hier noch für Kim. Dann soll sie das da mal noch lesen und dann reicht das auch. So. Ihr geht es sehr gut. Emma geht es so lala. Und Nicholas soll die Spülmaschine, den Handwerker anrufen, damit er die Spülmaschine repariert. Du solltest vielleicht hier mal duschen, weil das Ganze mit dem U-Boot-Abenteuer ja irgendwie nicht funktioniert, weil der imaginäre Freund immer dumm rumrennt. Teegesellschaft geben können wir machen, aber du machst erstmal deine Hausies. Hilfe bekommen von... Oder du kannst sie alleine machen. Obwohl, Hilfe bekommen, wenn du Hilfe bekommst, dann geht das alles immer schön viel schneller. Vom Papa Hilfe bekommen... Okay, ich dachte gerade, weil ich ein Plosivlaut ausgesprochen habe, dass es wieder so poppt, aber zum Glück nicht, weil an dem Headset-Mikrofon habe ich keinen Popschutz. Oh ja, und ich hatte mir gedacht, dass sie vielleicht am Wochenende, wenn sie beide frei haben, was sie nicht haben, aber Freitag zum Beispiel, da ist der Liebestag, da würde ich ganz gerne mit allen, mit der ganzen Familie zusammen irgendwo hingehen und ein Picknick machen. Das fände ich so, so, so süß. Am besten beim Frühlingsfest, dann können sie gleichzeitig noch Eier sammeln. Und das finde ich immer sehr, sehr goldig. So, du sollst aufhören, irgendein Spiel zu spielen. Oh, wir müssen unbedingt auch wieder einen Artikel mit Nicholas schreiben. Hm, was ist denn da? Ah ja, jetzt ist er wieder Nerd geworden. Ja. Der Handwerker wird gleich da sein und wir haben ein paar Sachen verkauft. Eigentlich nur... Eins. Ernten können wir jetzt noch nicht. Können wir eigentlich mit Sophie auswählen, dass sie das Ding hier mit Auto... Nein. Hä? Sind die Dinger noch angeschaltet? Oh, die sind noch an. Dann soll sie mal ausschalten. Sehr komisch. Und jetzt können wir sie wieder einschalten. Ah... Ah, jetzt ist das Wasser auch wieder da. Gut, okay. Gut, gut, gut. Ich dachte die ganze Zeit, da gab es nämlich mal einen Bug mit. Dann musste ich die neu machen. Ah, und das ist wieder der Thomas Bellucci. Dann müssen wir hier natürlich noch plaudern mit ihm. Bitten abzuhängen. Nur bitten abzuhängen und ihn interviewen unbedingt, weil die Spülmaschine ist ja jetzt wieder repariert und sonst ist hier eigentlich nichts kaputt. Ja, lass uns abhängen. Upsa. Dann hier am besten mal interviewen. Oh, Emma muss ganz, ganz, ganz dringend aufs Töpfchen. Kann er nicht hier ihr... Nein, kann er nicht. Aber er soll mal... Oh, das ist bestimmt so richtig süß, wenn er Kim umarmt. Oh. Interviewt er ihn jetzt?
Nein, warum interviewt er ihn nicht? Er soll lieber erstmal Emma beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, bevor sie sich einpinkelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, komm schon, beeil dich, bitte. Bitte, bitte, bitte. Was macht er denn da jetzt? So, jetzt, das will ich unbedingt sehen. Das ist bestimmt richtig, richtig süß. Oh. Wie süß. Oh, Kolbik. Das drehe ich mal um. So. Das ist echt, echt richtig süß. Oh, das ist richtig niedlich. So, sonst geht es Emma ja, Kim ziemlich gut. Und hier. Emma hat es noch geschafft. Ah, und sie hat jetzt das, sie kann jetzt von alleine aufs Töpfchen gehen. Das ist perfekt. So, und du, Max, sollst einfach nur keine Kissenschlacht machen, sondern hier einen Zaubertrank entdecken. Nee, vielleicht lieber erstmal noch was essen und dann den Zaubertrank entdecken. Reste essen, Kuchenstück. Zaubertrank entdecken. Und Nicholas, du sollst Emma auf dem Boden füttern, damit sie Arme nicht total ausrastet. Und dann vielleicht auch mal ihn hier einfach interviewen. Oder hat er das schon gemacht? Kann ich jetzt hier schreiben? Nein. Oh, ich muss ja noch hier lokaler Schreiber im Höhenflug weiterschreiben, den Artikel. Das habe ich ganz vergessen. Oh, und Sophie ist wieder da. Das ist auch sehr gut. Dann kann sie hier vielleicht gleich mal irgendwie... Gibt es jetzt noch Reste? Ja, es gibt noch Reste. Ja, du kannst gleich mal hier einfach Abendessen servieren. Und zwar... Achso, irgendwas Vegetarisches, Gemüserolle. Und Kim soll hier das Buch lesen. Jetzt wird sie auch hungrig. Oh Gott, dieses Chaos, ne? Aber es geht. Letzte Folge war es irgendwie schlimmer. Emma ist müde. Es ist auch schon 9 Uhr abends. Und der Part geht eine halbe Stunde lang? Achso, ich werde ja dies Umstyling und so weiter, kann ich ja rausschneiden. Okay, gut. Ja, dann werde ich den Part jetzt hier mal langsam beenden und die nur noch ins Bett schicken. Ja, ich freue mich, dass ihr den Part angesehen habt. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen oder einen Daumen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!